ist einfach nur ungefähr. Kein kleines Kind, aber auch noch nicht erwachsen. Und geh mal, meinst du, du wohnst in diesem Gebäude, wo du gerade bist? Fühlt sich das an wie dein Zuhause? Nein, es ist ziemlich kalt und irgendwie verlassen. Wo ist denn deine Mama oder dein Papa? Ich weiß es nicht. Dann such sie doch mal. Geh deine Eltern mal suchen. Findest du jemanden? Nein, nichts. Auch keine Geschwister? Es fühlt sich nicht danach an. Dann gehst du bitte in die nächste wichtige Situation des kleinen Kindes. 1, 2, 3. Wie alt bist du jetzt? 2 ungefähr. Ende 20. Und wo befindest du dich jetzt? Immer noch an dem gleichen Ort? Ich hatte gerade ein Gefühl wie so eine Aussicht, wie als wenn sich ein Berg im See spiegelt. Bist du vielleicht hier draußen? Bist du alleine dort an diesem Ort in der Natur? Schau mal um dich rum. Ja. Ist da jemand? Vielleicht. Aber in deiner Nähe ist niemand. Dann geh doch mal zu dem See. Und wenn du dort gelandet bist, dann sag mir Bescheid. Direkt ans Ufer, so dass du direkt vor dem Wasser stehen kannst.
Dann beug dich bitte mal mit deinem Kopf über das Wasser und beschreibe mir, was du sehen kannst, wer du bist. Alles, was spontan kommt, ist richtig. Was kannst du erkennen? Bist du ein Mann oder eine Frau? Ich denke, eine Frau. Welche Farbe deiner Haare? Welche Haarfarbe hast du? Braun, dunkelbraun. Bisschen zerzaust. Kurz oder lang? Relativ kurz. Und weißt du jetzt, wie man dich ruft? Was denkst du denn, welches Jahr ist es gerade? Ich weiß es nicht. Und weißt du den, kennst du den Ort, wo du dich befindest? Kommt da was? Nein. Sag mal, du bist ja jetzt Ende 20. Hast denn du einen Partner an deiner Seite? Nein, zumindest nicht gefühlt. Und Kinder? Hast du Kinder? Nein, ich bin alleine. Wo sind denn deine Eltern? Leben die noch? Was sagt dein Gefühl? Sind sehr weit weg. Ich weiß nicht, ob sie noch leben. Hast du eher das Gefühl, dass du allein bist? Ja, ich bin auf mich allein gestellt. Wie fühlst du dich damit? Es ist schwierig. Es ist schwer. Warum ist das schwer? Warum muss ich so durchkämpfen? Was machst denn du so? Womit verdienst du denn dein Geld? Geh mal dorthin, womit du dein Geld verdienst. Geh mal dorthin, wo du arbeitest. Ich weiß nicht, ob ich arbeite in dem Spiegelbild vom See. Da hatte ich so ein sehr altes, zerlottetes Händchen dran. Meinst du hast gar keine Arbeit? Bin mir nicht sicher, ob... Ja. Was arbeitet direkt? Dann würde ich dich bitten, dann gehst du dorthin, wo dein Zuhause ist. Geh mal dorthin, wo du wohnst, wo du jeden Tag schläfst.
Wie sieht dein Zuhause aus? Ich glaube, das ist diese verlassene Hütte. Aha. Die gehört keinem. Mhm. Die Hütte, die wir gesehen haben, ganz am Anfang, wo du so klein warst. Mhm. Und dort wohnst du immer noch? Naja, zumindest zum Schlafen. Mhm. Beschreibe mal, wie das in der Hütte aussieht. Schau dich mal um und sag mir, was alles drin ist in der Hütte. Nicht viel, es ist nur ein Tisch. Also ein Holztisch, Holzhütte, nichts eingerichtet irgendwie. Mhm. Alles leer. Mhm. Und mit Holzbalken. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen Stuhl oder eine Bank zum Hinsetzen gibt. Aha. Und wo legst du dich dann zum Schlafen hin? Gibt es sowas wie ein Bett? Ich sehe was Weißes. Mhm. Graues. Aber ich weiß nicht, ob das nur ein Laken ist oder ob das irgendwas drunter, Stroh oder matratzig, kann ich nicht mehr sagen. Hast du was zu essen in deiner Hütte? Was isst du so? Denn irgendwas musst du ja zu essen haben. Also an Vorräten gibt es in der Hütte nichts. Mhm. Dann besorg dir jetzt mal was zu essen. Wie machst du das? Das sind so Beeren, die ich dann vom Strauch esse. Mhm. Ist nicht viel. Mhm. Gibt es irgendwelche Personen, die dir Essen bringen können? Hast du irgendwelche Freunde? Nicht genau sagen. Mhm. Es fühlt sich so an. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Dann gehen wir in die nächste wichtige Situation in diesem Leben. 1, 2, 3. Was meinst du, wie alt bist du jetzt? Vom Gefühl her. Schau mal auf deine Hände, da kann man manchmal auch feststellen, wie alt man ist. Gefühlt schon sehr gealtert. Aha. Alles schon schrumpelig auf den Händen. Mhm. Zwischen 50 und 60. Aha. Wohnst du immer noch in dieser Hütte? Mhm. Mhm. Dann geh doch einfach dorthin, wo du dich abends ausruhst, wo du dich hinlegst.
Wo ist das? Fühlt sich noch ein Ort Stall an. Aha, wem gehört denn der Stall? Ist das dein Stall? Zumindest fühlt es sich nicht illegal an. Aha. Ist da noch jemand da in deiner Umgebung? Geh mal schauen, ob du noch andere Leute triffst. Vielleicht gibt es ein Haus noch. Geh doch mal rein, ob du jemanden findest. Ist da noch ein Haus? Ich glaube, es gibt noch ein Haus daneben, ja. Geh mal rein, guck mal, ob jemand da ist. Ist jemand da? Geh mal in die Küche. Da ist ja die Wahrscheinlichkeit vielleicht größer, dass jemand in der Küche des Hauses ist. Ist so merkwürdig. Aha. Die Hände waren irgendwie wie Männerhände, so grob und aha, stark. Aha. Jetzt hatte ich das Gefühl, es ist eine Frau in der Küche. Aha. Dann geh mal zu der Frau. Kennst du die Frau? Fühlt sich an wie meine Frau. Zuhause ist ihr im Kopf. Aha. Dann frag sie doch mal, was es zu essen gibt. Super. Es ist jetzt nicht viel. Aha. Einfaches Essen. Aha. Wie ruft sie denn nach dir? Ruft sie dich? Kannst du nicht drücken? Aha. Was kommt denn? Wie ruft sie nach dir? Es kam Max oder Klaus. Aha. Und meinst du, das ist deine Frau? Ja, ich glaube schon. Aha. Gehst du in die nächste wichtige Situation in dem Leben
Eins, zwei, drei. Wie alt bist denn du jetzt? So ungefähr. Ich habe keine Ahnung. Wo bist du? Bist du drinnen oder bist du draußen? Das ist merkwürdig. Ich spüre so gut wie nichts. So auf meine Hände zu gucken, aber ich finde sie irgendwie gerade nicht. Okay. Dann gehen wir jetzt noch einmal einen Moment zurück in dem Leben als Max. So nenne ich dich jetzt mal. Und wir gehen in eine Situation, wo deine Beziehung zu deiner Frau ganz deutlich wird, was du für sie empfindest. Eins, zwei, drei. Ist deine Frau bei dir? Oder bist du allein gerade? Wo bist denn du gerade? Draußen oder drinnen? Ich erinnere mich an den wohligen Moment, als ich sie in der Küche stehen sehen habe. Wir gehen noch mal in die Situation in dieser Küche. Eins, zwei, drei. Beschreibe mal das Gefühl, was du hast. Ich bin dir dankbar, dass sie da ist. Warum bist du ihr dankbar? Dass sie mir hilft, dass sie mich unterstützt und für mich sorgt. Meinst du, dass das Liebe ist? Ja, ich liebe sie schon dafür, dass sie das für mich tut.
obwohl es nicht viel ist, was wir haben, aber dass sie trotzdem bei mir ist und bei mir bleibt. Mhm. Und liebt sie dich? Sie lächelt so schön. Aha. Genieß mal den Augenblick. Nimm sie mal in den Arm und drück sie mal ganz doll. Wie fühlt sich das an? Schön. Sie drückt auch zurück. Und das ist so. Da braucht es dann keine Worte. Mhm. Sie lächelt zufrieden mich an. Mhm. Ich denke nicht, dass es ihr schlecht geht. Aha. Bist du glücklich? Ja. Habt ihr Kinder zusammen bekommen? Fühlt es sich nicht so an, weil wir sind zu zweit alleine. Mhm. Warum habt ihr denn keine Kinder bekommen? Ich weiß es nicht. Mhm. Wie verdient ihr denn euer täglich Brot gemeinsam zu dieser Zeit? Bin ich ganz sicher, aber es kann sein, dass ich so Tiere verkaufe. Aha. Oder auch Schlacht und das Fleisch dann verkaufe. Ich weiß nicht genau. Also das, was ihr selber anbaut und die Tiere, die ihr haltet, verkaufst du. So züchten sozusagen, also dass es für uns reicht und dann der Rest wird dann verkauft. Ja. Mhm. Und sag mal, wie würdest du dich einschätzen? Seid ihr eher arm oder habt ihr irgendwas zur Seite legen können? Oder lebt ihr mehr so in den Tag hinein, das, was gerade da ist? Wie beschreibst du euer Leben? Sehr sporadisch. Ja? Sehr wenig. Es reicht für uns beide. Also zu arm sind wir jetzt nicht. Aber es ist jetzt nicht zu viel da, dass man das zur Seite legen kann. Aha. Und dass nichts da ist, was du zur Seite legen kannst, ist das schlimm für euch? Es würde ein bisschen das Leben einfacher machen, aber wir nehmen die Situation so hin. Aha. Und es ist auch gut so. Mhm. Es tut zumindest nichts so. Es tut der Liebe nichts ab, sagen wir es mal so. Genau. Dann löse dich von deiner Frau und es geht in die nächste wichtige Situation im Leben von Max. 1, 2, 3. Wie alt bist du?
gerade eine Zahl 96. Mhm. Ja, das ist ja ziemlich alt. Ja, das ist in Ordnung. Und was machst du jetzt, wenn du schon so alt bist? Wo bist du gerade? Ich habe nicht mehr so viel Kraft. Mhm. Bist du in deinem Haus? Du bist, ich fühle mich ziemlich schwach, ja. Mhm. Du bist in deinem Haus? Ich glaube, ja. Wo ist denn deine Frau? Ist nicht zu sehen. Mhm. Meinst du, die ist schon verstorben? Ich denke, sie ist schon vor mir gegangen, ja. Mhm. Bist du ganz allein in deinem Haus? Ja. Oder schaut ab und zu mal jemand nach dir? Ich bin mir nicht sicher, aber im Moment bin ich allein. Mhm. Dann schau mal, was passiert. Ich sitze am Tisch. Mhm. Und habe den Kopf auf den Händen, mhm. auf, also Ellenbogen auf den Tisch gestützt und halte so meinen Kopf. Es mhm. fühlt sich an, als wenn ich auf das Lebensende warte. Mhm. Wenn du zurückblickst auf dein Leben, warst du glücklich? Ja, es hätte schon ein bisschen mehr sein können, das Materielle. Mhm. Damit man nicht immer so mit Sorgen leben muss. Mhm. Ob man die nächste Zeit übersteht. Mhm. Und, aber ihr habt das ja immer geschafft, oder? Ja. Dann hättest du dir ja gar keine Sorgen machen brauchen. Im Nachhinein gesehen. Nee, im Nachhinein nicht. Mhm. Die Unterstützung, die Kraft meiner Frau, die war schon gut. Mhm. Bereust du irgendetwas in diesem Leben, außer dieses Finanzielle, was nicht da war? Hättest du was anderes noch gemacht? Nein. Mhm. Dann schicke ich dich in die Situation 2 Minuten vor deinem Tod als Max. 1, 2, 3. Wo bist du? Fühlt sich an wie auf dem Bett. Mhm. Bist du allein? Ich bin mir nicht ganz sicher, mhm. ob ein paar Nachbarsleute da sind. Aha. Ein befreundetes Pärchen oder sowas. Aha. Vielleicht kommen sie zu dir ans Bett. Ja, sie stehen irgendwie daneben oder hocken. Aha. Ich glaube, sie sind da, damit ich nicht so alleine gehen muss. Mhm. Bist du dankbar den Freunden? Ja. Mhm. Hast du irgendwelche Schmerzen?
Es ist einfach nur wie, man wartet, dass man einschläft, weil man keine Kraft mehr hat. Dann teil mir mit, wenn du merkst, dass irgendetwas sich verändert hat. Was hat sich verändert? Es war so ein kurzes Gefühl von totaler Leichtigkeit. Ich weiß nicht, ob das schon gewesen ist. Dann schau doch mal, ob du immer noch in deinem Bett liegst. Ich sehe schon von beiden und sehe die anderen beiden noch daneben sitzen. Hast du eine andere Perspektive? Von schräg vorne, schräg oben. Meinst du, du bist jetzt schon verstorben? Ich glaube ja, aber ich glaube ja. Körper atmet nicht mehr. Es hebt und senkt sich die Brust nicht. Was machen denn deine Freunde jetzt? Sie sind traurig. Wenn du dann soweit bist, dann verabschiede dich in Dankbarkeit von deinen Freunden.